Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir unseren Blick schweifen lassen in den Regalen des Kunstgewerbes oder wenn wir zuweilen Gast sind in kirchlichen Häusern, dann wundert uns manchmal der Anblick, sofern vorhanden, von einigen Kreuzen. Es ist nicht nur das Material, das sich natürlich modern geben muss. Wir finden es in Glas. Die Zeit der Bronzen sind jetzt langsam vorbei, das hatten wir 3 Jahrzehnte. Jetzt ist es meistens Glas, Regenbogenfarben müssen sein. Wenig erinnert an das, was das Kreuz Jesu Christi ist. Vielleicht hat es nie eine Zeit in der Christentumsgeschichte gegeben, da das Kreuz so sehr verkitscht und verharmlost wird, verunstaltet geradezu. Wenn wir die Kreuze, die uns vertraut sind, sagen wir einmal, die wir früher vielleicht im Schlafzimmer hatten oder zu Hause im Herrgottswinkel oder wo auch immer, auch solche Kreuze sind natürlich in einer ganz bestimmten Zeit entstanden. 1000 Jahre kam die Christenheit ohne solche Kreuze aus, die das Leiden Christi in den Vordergrund stellen. Und ein wenig merken wir das auch bei den Texten, die wir heute im Messbuch haben. Es sind typisch lateinische Texte, wenn man so will, westliche Texte, die das Kreuz befragen nach seinem Ergebnis. So ist ja inzwischen die ganze westliche Welt geworden, abgesehen vom Kreuz. Wir fragen nach den Ergebnissen. Wichtig ist für uns, was hinten rauskommt. Das ist das Entscheidende. Ergebnisorientiert nennen wir das heute. Und das ist tief in die Kirche eingedrungen. Die Väter gingen so nicht mit dem Kreuz um. Wir haben uns vielleicht allzu sehr daran gewöhnt, dass wir sagen, na ja, sie haben sich in den ersten 1000 Jahren vielleicht doch noch geschämt, weil dieses Kreuz ein solches Marterinstrument war. Weil diese Art zu sterben ihnen doch so nahe und zugleich so unendlich verpönt war in der Gesellschaft. Ich bin nicht sicher, ob diese Erklärung wirklich richtig ist. Paulus schämt sich des Kreuzes nicht. Wir wissen das, wir kennen diese Sätze. Auch die Väter schämen sich des Kreuzes nicht, aber sie lösen den Blick von der Oberfläche. Sie sehen aufgrund allein ihrer Bildung tiefer. Sie fragen, wenn man so will, nach dem kosmischen Kreuz. Sie fragen nach dem grundsätzlichen Zustand dieser Welt und wie das Kreuz, welche Stellung das Kreuz in dieser Welt hat. Wie ist die Welt? Auch das hören wir heute immer so schnell. Die Welt ist gut. Gott hat doch die Welt gut geschaffen. Steht doch in der Heiligen Schrift. Und es war gut. Was wir dabei vergessen, und es gibt viele Propagandeure innerhalb der Kirche, die so reden, dass dieses Gutsein vor dem Sündenfall war. Die Väter wissen sehr genau, wenn sie vom Kreuz sprechen, dass das Gutsein Gottes, dieses kosmische Gutsein, das Gott in die Welt gelegt hat, beschädigt wird. Und zwar im Zeichen des Kreuzes. Und so können sie einen großen Bogen schlagen zwischen den Kreuzzeichen in der Paradiesesgeschichte, etwa den 4 Strömen, die nach 4 Himmelsrichtungen im Paradies ausfließen über die ganze Erde und dem, was Christus am Kreuz tut, was Gott am Kreuz tut. Nämlich diese beschädigte, ursprünglich gute, ja, im Schaffen Gottes, in seinem Wort gute Schöpfung, die aber dann so verunstaltet wurde, die durchgeixt und durchgekreuzt wurde durch den großen Aufstand des Menschen, seine Revolution gegen Gott, die bis heute andauert. Dass es auch wiederum das Zeichen des Kreuzes ist, dass dies alles wendet. Weil Gott selber in seinem Sohn ihn in diesen Aufstand, in diese menschliche Revolution hineingeschickt hat. Und er hat den Kampf aufgenommen gegen die Mächte, die auch in uns immer noch Revolution gegen Gott anzetteln. Ja, aber wir können doch, wir machen doch, wir schaffen doch. Ergebnisorientiert, wie wir sind. Die Väter sagen, in den ausgestreckten Gliedmaßen des gekreuzigten Christus, in diesem nackten Menschen am Kreuz,
fließen die vier Paradiesströme. Und sie bringen diese beschädigte, auseinandergebrochene Welt wieder zu einer Einheit, zur kosmischen Schönheit. Das war der tiefe Sinn, weshalb man in alten Kirchen, wir sehen das in manchen alten Basiliken noch, ein Kreuz in den Osten gehängt hat. Nicht wie bei uns, es ist ein Leidenskreuz hier, ein Ausdruck der Zeit, das hat man im Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht auch nicht besser gewusst. Sondern es hängt ein solches Kreuz, das nicht den Korpus zeigt, nicht den leidenden Christus zeigt, sondern als Zeichen der heilen Welt, die von Gott kommt, als Zeichen des neuen Jerusalems, das vom Himmel her herabsteigt. Es ist das Zeichen, das im Osten in der aufgehenden Sonne aufleuchtet, das Zeichen einer Welt, die gesunden kann und die im Kreuz gesundet. Deshalb verehrt die östliche Christenheit, wir haben ein kleines Zeichen davon, mit wohlduftenden Kräutern, vor allen Dingen dem Kaiserkraut, dem Basilikum, dem Königskraut, das Kreuz. Ich finde es verräterisch, dass die letzte Liturgiereform mit den Kreuzfesten ein wenig schamlos umgegangen ist. Auch wir als lateinische Christen haben zweimal im Jahr ein Kreuzfest gefeiert. Das Fest der Kreuzauffindung und das der Erhöhung. So sehr das immer mit historischen Daten verbunden war, so sehr hat die Kirche immer diese Feste zum Anlass genommen, und wann wäre das je nötiger gewesen denn heute, über das Kreuz nachzusinnen, sich in die Wirklichkeit des Kreuzes zu vertiefen. Und das ist nicht immer nur eine Vertiefung in die Leidensmystik, das auch, das hat alles seinen Platz. Aber das tiefere Sehen, im Kreuz die Wurzel der Welt zu erkennen, die Wurzel der guten Schöpfung Gottes und unserer andauernden Revolution. Und wo ein Kraut gegen diese Revolution gewachsen ist, wo das Heil herkommt, in diesem einen Datum von der Mitte der Welt, wo die Linien der Welt sich gekreuzt haben, um daraus Heil wachsen zu lassen, auf dem Hügel von Golgotha.